Guten Tag, wir sind das Team von Polyvote. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, dass sehr viele Leute in diesem Land vielleicht mehr an der Politik in unserem Land mitwirken möchten und dass auch vielleicht die Politiker ein bisschen Feedback brauchen zu dem, was sie dort jeden Tag im Bundestag machen. Dazu haben wir uns überlegt, wir programmieren eine Website, auf der die aktuellen Gesetzesbeschlüsse des Bundestages angezeigt werden und wo die Nutzer der Website darüber abstimmen können, ob sie diese Beschlüsse gut finden oder ob sie diese schlecht finden. Das wird auf der Website halt visualisiert und die Daten dafür, da haben wir im Internet geguckt, ob es da irgendeine Datenbank gibt, die frei ist, wo wir die Daten herbekommen, die dann auch maschinenleslich sind, haben wir aber leider nicht gefunden. Deshalb bestand die Schwierigkeit darin, von der Seite des Deutschen Bundestages, wo der Terminplan veröffentlicht ist, erstmal die ganzen Daten runter zu parsen, dann in unsere Website mit einzubauen. Und wie wir die ganze Website jetzt grafisch dargestellt haben, wird euch jetzt Felix erklären. Die Website haben wir mit Bootstrap gemacht, da es schon viele Vorschläge gab, zum Beispiel für die Prozentleiste oder für Daumen hoch und Daumen runter. Das haben wir alles in die Mitte gemacht, damit es auch auf dem Handy bzw. auf dem Tablet funktioniert. Ich erkläre kurz, wie die Bewertung funktioniert. Wenn einem das Gesetz gefällt, drückt man auf den Daumen nach oben. Und wenn einem das Gesetz nicht gefällt, drückt man dann auf den Daumen nach unten. Die grüne Anzeige zeigt in Prozenten an, wie vielen Leuten der Vorschlag gefällt. Und die rote, wie vielen Leuten der Vorschlag nicht gefällt. Ja, ich wollte noch sagen, wir haben die Seite im Internet veröffentlicht. Das Ganze funktioniert so, ich halte jetzt einen Link in die Kamera. Hier. Ihr könnt im Internet auf diesen Link gehen, dort ist die Seite veröffentlicht und dort könnt ihr dann fleißig mitvoten. Die Einträge werden jeden Tag aktualisiert, also zu den aktuellen Gesetzesbeschlüssen im Bundestag. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.